Uhr. Die Zeit sind also schon wieder ein, zwei Minuten vergangen. Wir sind mittlerweile bei 23,1 und 23,8 Grad. 23,2, 23,8 Grad. 23,3, 24,1 Grad. Also immer ein kleines bisschen schneller erwärmt sich die Luft. Aber das hatten wir ja schon im anderen Video geklärt, woran das liegen kann. Höchstwahrscheinlich. So, jetzt nochmal mit dem Pyrometer. Der Ofen strahlt noch mit 48 Grad, 50 Grad, je nachdem, wo ich hin gucke, ne? Also was da durchkommt. 64 und so weiter im unteren Teil. Aber das wirkt ja auf beide gleich. Und jetzt gucken wir mal, wie gut lassen die durch. 25,6, 25,5, 25,6, 25,6 Grad. Das lassen die durch. Wir dürfen nicht vergessen bei der ganzen Geschichte, dieses Durchlassen, das ist nicht nur das Gas, sondern auch die Flaschen. Aber da die ja beide genau gleich sind, aus der gleichen Charge, 25,5, 25,5 oder 6, 5, ne? Müsste es ja eigentlich, weil ja hier in dieser Seite viel mehr CO2 ist, also fast 100%, müsste ja Folgendes passieren. Wenn CO2 so viel absorbieren würde, dürfte es ja auch das gar nicht durchlassen. Ne? Also so wie eine schwarze Fläche keine Sonnenstrahlung und Wärmestrahlung durchlässt und sich dabei eben erwärmt, weil es eben eine schwarze Fläche ist. Genauso ist es in diesem Fall, weil die beide transparent sind, auch für langwellige Wärmestrahlung, also Infrarotstrahlung oder mittellange, so in diesem Bereich um die 50 bis, naja, oder sagen wir 10 bis 50 Mikrometer Wellenlänge. Ja, dann müsste, wenn das CO2 wirklich so böse absorbieren würde, müsste ja hier auf der Seite weniger durchkommen. Gucken wir nochmal. 25,5, 25,4 lässt es durch. Ich nehme jetzt die Temperatur als Ausdruck dessen, was durchgelassen wird. Ne? Also immer das Gleiche. Sind ja transparent, hatten wir ja auch gesagt. Weiß auch jeder. Und in dem anderen Video, ich werde vielleicht noch einen Link anfügen, da habe ich auch darauf hingewiesen, dass Wärmestrahlung auch nur elektromagnetische Strahlung ist und die sich genauso bündeln lässt oder reflektieren oder absorbieren lässt wie viel längerwelligere Strahlung, und zwar Funkstrahlung. Ich hatte 10 GHz Sender aufgestellt und mit Linsen, mit echten, einfach auch Plastiklinsen, selbst mit Glaslinsen geht das, kann man diese sogar bündeln. So, ich glaube, das reicht jetzt. Jetzt gucken wir nochmal auf die Zeit und gucken dann nochmal auf die Temperatur. Jetzt ist es mittlerweile 2,5, also ist wieder einige Zeit vergangen. Temperatur von CO2, 25,6 Grad. 25,9, 26,1. Also es hat sich besser erwärmt hier von dem Ofen. Und ich glaube, das reicht. Gucken wir mal. Ich habe hier die Zimmertemperatur mittlerweile auf 25 Grad hochgepeitscht. Wir haben hier 29% Luftfeuchtigkeit. Aber nicht hier drin. Hier ist trockene Luft, beziehungsweise trockenes CO2. Ich glaube, das reicht dazu als Versuchsdarstellung. Gut, dann schauen wir mal. Das werten wir dann aus.